heißt, wenn Leute von oben eben mitreden wollen, und ich habe es selber erlebt ja in Paderborn, als ich Trainer war und ich hatte eine sehr intensive und enge Zusammenarbeit mit dem Manager, damals Michael Born. Mhm. Aber wenn von oben denn einer kommt, und das war der Herr Finke als Präsident, der eben eine fast Freundschaft pflegte zu den Journalisten, den wirklich alles gesteckt hat, die Zusammenarbeit zwischen dem Präsident in Paderborn, damals Finke, mit den Journalisten war enger als die Zusammenarbeit mit dem eigenen Trainer und mit dem Manager. Und wenn das der Fall ist, wirst du niemals im Leben erfolgreich arbeiten können. Das war fatal, auch fatal für mich, war aber unterm Strich leider Gottes dann auch lehrreich für mich. Warum bist du, wenn wir nochmal gerade auf die Unabhängigkeit ja gehen, die du auch zwingend für nötig erhältst und den Ansatz beim HSV ja im Endeffekt so als Möglichkeit sehen, dass Dietmar Beiersdorfer jeden Tag die Möglichkeit hätte aufzustehen und zu sagen, ich führe ab jetzt meinen Verein, wie ich es will. Warum bist du nicht aufgestanden damals, hast gesagt, ich lasse mich hier nicht reinreden zusammen mit meinem Manager, tschüss. Herr Finke, Lehrgeld, erste Trainerstation, war es noch nicht so weit? Absolut, weil Lehrgeld. Es war ja am Anfang, es war ja nach ein paar Wochen, wurde ich ja vor diese, oder wurde ich damit konfrontiert, dass eben der Präsident mit seinen zwei Aufsichtsräten in der Kabine saß. Und sie haben mir ganz einfach die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ich soll doch bitte schön die drei Spieler sofort entlassen, und zwar fristlos. Ich habe halt noch gefragt, und was ist bitte schön die Begründung? Weil das sportlich kann man das nicht begründen, weil das sind unwahrscheinlich wichtige Spieler, erfahrene Spieler für mich, für das Team, aber auch für das Publikum. Die haben jahrelang erfolgreich für Paderborn gespielt. Eine sportliche Begründung gab es nicht. Die Verträge laufen halt aus im Sommer. Das war die Begründung. Und wenn, ja, und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen. Es war die schlimmste Entscheidung und auch eine absolute Fehlentscheidung, die mir unwahrscheinlich leid tat. Im Endeffekt ist im Nachhinein genau das passiert, was wir in den letzten 20 Minuten beschrieben haben, dass ein Nicht-Absteiger-Kader eigentlich dann flöten ging, im Endeffekt, weil von oben sich alles runterzog. Ja? Ja, ich meine, der Kader, den ich ja damals übernommen habe, Paderborn, war auf jeden Fall gemacht für die zweite Liga. Also diese Mannschaft hätte niemals absteigen dürfen, aber die Spieler waren nie mehr frei. Das sind die Sätze, die man bei allen Absteigern der letzten Jahre hört. Kommt, ja. Es war auch eine gewisse Angst. Also ich habe mit vielen Spielern geredet, die eben mit der Art und Weise, wie der Präsident mit den Spielern auch umgegangen ist, oder auch mit mir persönlich, ich beziehe das auf mich persönlich auch, war null Menschlichkeit vorhanden. Also im Gegenteil. Und dann ist natürlich eine Zusammenarbeit nicht möglich. Ich hätte aufstehen müssen, da gebe ich dir vollkommen recht, und sagen müssen, so arbeite ich nicht und unter diesen Voraussetzungen arbeite ich nicht. Aber ich habe Lehrgeld bezahlt und werde diesen Fehler definitiv nicht machen. Für die Menschlichkeit ist Arndt Zeigler zuständig in dieser Sendung, nachgewiesen seit Jahren. Arndt, wollen wir uns menschlich Stefan noch ein bisschen nähern? Wir sind ja jetzt auch schon kurz vor Mitternacht, da hat das noch mal Platz, würde ich sagen.